Wenn man am meisten kommt, muss man gegen jeden Gegner gewinnen können. Andrea Glauser, Gottero gewinnt das letzte Quali-Spiel gegen HC Lausanne durch ein Goal in der Schlussminute. Was kann man aus diesem Match mitnehmen, wenn man überhaupt etwas mitnehmen kann? Ja, ich glaube, wir uns gegenüber dem letzten Match gesteigert. Mit den Fehlern, mit den eigenen Fehlern, die der eigene Spieler selber macht. Ja, es gibt viele positive Sachen, die wir mitnehmen können, vor allem für einen Playoff. Und das Negative, das wir jetzt in der Saison oder diesem Match gehabt haben, müssen wir gar nicht angucken. Klar, ein bisschen angucken schon, aber nicht gross angucken, das Positive mitnehmen und einen parat sein für gegen Lugano. Du hast es gerade gesehen, am Samstag geht es weiter gegen Lugano. Ist das jetzt zum Beispiel für dich auch gerade ein Wunschgegner? Oder wer hättest du jetzt unter dem Trio Bio-Zug oder eben Lugano gewünscht? Ja, Playoff ist ganz einfach. Wenn man am meisten kommt, muss man gegen jeden Gegner gewinnen können. Und von mir aus gesehen ist es gleich, welcher Gegner jetzt gekommen wäre. Und ja. Also ich bin auch zufrieden mit Lugano oder wäre auch zufrieden gewesen mit Bio. Also schlussendlich müssen wir gewinnen und das machen wir gegen Lugano. Was erwartet Gottero im Tessin jetzt zum Beispiel im ersten Match? Ja, ich glaube, es wird ein Herzspiel sein. Ich glaube, am Anfang wird viel mit dem Körper gespielt. Vor allem schnell so. Jetzt fährt Playoff an, jetzt muss man schnell spielen. Wenig Fehler und ja, Sieg natürlich für uns. Ziehen wir doch gleich noch schnell eine kleine Saisonbilanz nach der Qualifikation. Man schließt eben auf Platz 5 ab. Nach diesen 50 Runden, es hat zum Beispiel ein Hoi gegeben am Anfang der Saison, aber auch immer wieder kleine Töfs. Wie ordnest du jetzt die Saison ein nach 50 Spielen? Ja, ich glaube, unser Ziel war, in die Playoffs zu kommen und das haben wir schlussendlich erreicht. Natürlich gibt es während der Saison gegen negative und positive Sachen. Ich glaube, wir haben auch viele positive Sachen erreicht. Wie beispielsweise im Boxplay sind wir Nummer 1, mit am wenigsten Goal bekommen. So Sachen müssen wir einfach mitnehmen. Und das Negative, ja, das gibt es in der Saison. Und wie von mir aus gesehen, unser Ziel erreicht, Playoff. Und, ja, das ist das Wichtigste. Merci, Andrea, für Glück in den Playoffs. Merci.